Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es eine Kaiju-Kunde zur Entstehung von Weltraumbestien. Weltraumbestien war der erste Farbfilm der Toho im sogenannten Tohoscope. Das Format ist angelehnt an das Cinemascope und nicht sonderlich anders. Im Prinzip ist es ein hervorragendes 16:9 Format. Der Film spielt sehr viel mit der Farbgebung. Die Farben sind vielseitig, satt und stark. Es wird im Film viel im Tag-Nacht-Rhythmus gearbeitet. Auch die Aliens sind quietschbunt dargestellt. So bunt die Aliens sind, so böse sind sie auch. Als der Film 1957 erschien, gab es in den USA, aber auch bereits in Japan die sogenannten Invasionsfilme. Kurz gesagt bedeutet das, dass meist eine außerirdische Macht die Erde erobern, alle unterjochen und den Planeten ausbeuten will. Mit ein paar Anspielungen auf den Kommunismus ist der US-Invasionsfilm aus den 50ern fertig garniert. Diesem Muster folgt Honda glücklicherweise gar nicht. Die Toho wollte nun endlich etwas aus ihrem Hause abliefern. Bereits sein Godzilla 54 hat nichts mit dem genre-typischen Klischees zu tun. So verhält es sich auch bei Weltraumbestien. Das Gerüst lehnt sich an einen Invasionsfilm an, das Erobern der Erde, Menschen, die mit ihrem Militär versuchen, die Aliens aufzuhalten und der Einsatz von Spezialwaffen. Was Hondas Film aber besonders macht, ist, dass die Japaner die anderen Nationen der Welt überzeugen können, gemeinsam gegen die Mysterianer zu kämpfen. Es wird die Erdverteidigungsarmee gegründet und mit dieser gegen die Aliens in den Kampf gezogen. Dadurch, dass man alle klugen Köpfe, das Know-how und das Geld zusammen bündeln kann, können die Menschen schließlich die Mysterianer besiegen. Dies ist eine starke politische Botschaft von Honda. Nach all dem Grauen, das er in seinem Leben als Soldat erlebt hat, der Propaganda, der als junger Mann in den 30er Jahren ausgesetzt war, sowie auch die harte Nachkriegszeit, wollte Honda mit dem Film ein Zeichen setzen. All der Schrecken muss nun endlich der Vergangenheit angehören und die Menschen sollen sich mit Hilfe der UNO eine neue, friedvollere Welt aufbauen. Ein Thema, das Honda auch noch in vielen weiteren Produktionen mit einbaut. Es war für ihn ein sehr wichtiges Anliegen. Im Japanischen heißt der Film Shikyu Boigun, übersetzt bedeutet der Titel Erdverteidigungsarmee. Dieser hat viel später einen erneuten Auftritt in Godzilla Final Wars von 2004. Zur Verteidigung unseres Planeten gegen die Monster wurde die Earth Defense Force gegründet. Weltraumbestien war Toros erster Weltraum- bzw. Alien-Film und erstmalig werden auch die Mechas eingeführt. Im Film sind es die Flugschiffe Beta 1 und 2, sowie die Markelite Cannon und nicht zu vergessen Mogera. Der Film zeigt bis dahin die meisten Szenen in den Laserstrahlen geschossen werden. Die Effekte waren für einen 15-jährigen Jungen so beeindruckend, dass er sich entschied, irgendwann einmal in die Fußstapfen von Eiji Tsuburaya zu treten. Sein Name? Koichi Kawakita. Kawakita war in der Godzilla-Heisei-Ära ab 1989 mit Biollante der Spezialeffekte-Regisseur. Er konnte seinen Traum verwirklichen. Als Tanaka die Geschichte A Small Box of Lead von Yujiro Okami las, engagierte er diesen, die Geschichte zu Weltraumbestien zu schreiben. Allerdings war in seinem Entwurf Mogera noch nicht enthalten. Als Shigeru Kayama und Takeshi Shimura an dem Drehbuch feilten, war zunächst ein Kaiju für Mogera vorgesehen. Es hatte Ähnlichkeit mit dem Kaiju Baragon, welches später in Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht auftaucht. Mogera und Baragon teilen die Eigenschaft, sich unterirdisch fortzubewegen. Baragon hat dies von Mogera übernommen. Das zeigen auch die Konzeptzeichnungen. Es war ein vierbeiniges, reptilienhaftes Wesen mit Ansätzen eines Maulwurfes. Das Kaiju-Design selbst wurde nie verwendet. Gespielt wurde Mogera von Haruo Nakajima und Katsumi Tezuka. Die Verwendung von Atombomben war damals der Untergang des Mysteroid. Das Kostüm bestand aus einer unteren und oberen Hälfte. Deshalb wurde bei Zerstörung, wo nur die Beine zu sehen sind, der untere Teil des Kostüms verwendet. Eine Miniaturpuppe wurde entwickelt und ist bei den Aufnahmen, in denen Mogera sich durch die Erde bohrt, zu sehen. Die Nase wie auch die Arme konnten dabei rotieren. Honda machte daraus einen Roboter, um zu zeigen, welche technischen Fähigkeiten die Mysterianer haben. Das Kostüm wurde in einer von Toros Lagerhallen untergebracht. Es wurde bei einem Feuer 1974 zu den Dreharbeiten von Prophecies of Nostradamus durch einen pyrotechnischen Unfall zerstört. Komponist Akira Ifukube liefert erneut einen sehr rhythmischen und eindringlichen Militärmarsch, der in Erinnerung bleibt. Bitte alles über die Eisenbahn, Leute, hinter den Bahndamm.
Leider sind die Themen unter anderem für das Intro nicht so einprägsam. Trotzdem ein gelungener Soundtrack. Der Film erschien am 28. Dezember 1957 in den japanischen Kinos. Er wurde Tohos zweiterfolgreichster Film des Jahres und einer der 10 erfolgreichsten japanweit. Am 18. März 1978 wurde er zu den Toho-Festspielen erneut aufgeführt. 1959 kam der Film unter The Mysterians in den USA in die Kinos. Synchronisiert wurde er von der RKO und vertrieben durch MGM. In Westdeutschland kam der Film am 5. Februar 1960 mit dem Titel Phantom 7000 heraus und wurde 1967 in einer Wiederaufführung zu Weltraumbestien. Als Schauspieler sind aus Godzilla erneut Akihiko Hirata und Momoko Kochi zu sehen. Hirata spielt erneut einen Wissenschaftler, der erst von den Mysterianern durch ihre hochentwickelte Technologie begeistert ist und überläuft. Dann jedoch merkt er, dass er nur in das Licht geführt wurde. Wie in Godzilla opfert sich der Charakter von Hirata, um die Welt zu retten. Auch sehen wir Kenji Sahara und Yumi Shirakawa aus Rodan vom vorherigen Jahr. Auch hier spielen sie wieder ein Liebespaar. Kenji Sahara wird erneut zum Helden und kämpft in dem Hauptquartier der Mysterianer gegen die Aliens. Für Takashi Shimura ist es sein dritter Auftritt in einer Tokusatsu-Produktion. Auch hier spielt er wieder einen gewissenhaften Wissenschaftler, der alle Kenntnisse kennen will, um sich ein Urteil zu bilden. Stimmen Sie denn Ryochis Hypothesen bei? Ich nehme dazu noch gar nicht Stellung. Wie immer schafft es Shimura, diese Rolle glaubwürdig und mit Integrität zu verkörpern. Jetzt müssen alle Völker zusammenhalten, statt sich zu bekämpfen. Der Anführer der Mysterianer wird von Yoshio Tsuchiya verkörpert. Tsuchiya entwickelte ein Space Acting, was sich durch viele Gestiken auszeichnet. Tsuchiya erinnert sich, Toho wollte mich nicht in der Rolle, weil mein Gesicht verdeckt wird. Ich sagte zu ihnen, ein Schauspieler zu sein bedeutet, nicht nur sein Gesicht zu zeigen. Das beeindruckte Honda so sehr, dass wir anfingen, uns beruflich und privat gut zu verstehen. Die westlichen Rollen wurden zum Beispiel vom britischen Anwalt George Ferns und Harold S. Conway gespielt. Weltraumbestien legte den Grundstein für weitere Science-Fiction-Produktionen wie Krieg im Weltenraum und Goras. Später wird das Invasionsthema auch in den Godzilla-Filmen übernommen. Mit Ghidorah erscheint 1964 zum ersten Mal in der Reihe ein Gegner aus dem Weltall. Ein Jahr später wollen die Invasoren vom Planeten X mit Hilfe der Kaiju die Erde unterjochen. Ebenfalls wird hier der Kommandant Nummer 1 von Yoshiro Tsuchiya verkörpert. Diesmal allerdings ist sein Gesicht zu sehen. Mogera wurde von den Mysterianern übrigens zweimal geschaffen. Der erste wurde von den Menschen an der Brücke gestoppt. Der zweite kommt zum Einsatz, als die Marcolite Cannons den Dom angreifen und Mogera einen von ihnen untergräbt. Die Marcolite Cannon stürzt dann auf Mogera und macht diesen kampfunfähig. Mogera leitet sich vom japanischen Wort Mogura ab, was Maulwurf bedeutet. Das Kaiju wurde von Spezialeffekte-Regisseur Koichi Kawakita 1994 in Godzilla vs. Space Godzilla wieder aus der Mottenkiste geholt. Es war eines von Kawakitas Lieblings-Kaijus. Der Kampfroboter wurde diesmal von der G-Force konstruiert, um gegen Godzilla zu kämpfen. In der Timeline wird ein Mogera im gleichen Zeitraum gebaut wie ein Mechagodzilla. Hier hat der Name auch eine Bedeutung. Sein Akronym bedeutet Mobile Operation G-Expert Robot Aerotyp. Es kann sich in zwei verschiedene Formen teilen. Einmal in den Land-Mogera und in den Star-Falken. Damit schaffen es die Menschen zusammen mit Godzilla den übermächtigen Space-Godzilla zu besiegen. Ursprünglich sollte Mogera sich in den ersten Entwürfen sogar an die Gutengo, im Deutschen zu U-2000, teilen. Als Kopf wurde das U-Boot bereits in den Storyboards genutzt. Ebenso standen in den ersten Entwürfen, dass sich Mogera nicht wie im Film bezeichnet zu Land-Mogera und Star-Falken teilt, sondern zu Garuda 2 und Mole Tank. Garuda 2 wäre der fliegende Nachfolger von Garuda aus Mechagodzilla 93 gewesen. Und Mole Tank bedeutet übersetzt Maulwurfspanzer für das an Land kämpfende Mecha. Dass sich Mogera in zwei teilen kann, stammt übrigens aus den ersten Entwürfen für Mechagodzilla aus dem Vorjahr. Dort haben die Macher es nicht umgesetzt, wollten es aber dann für Mogera. Mogera kann auf der Erde Mach 1 und im Weltall Mach 44 fliegen. Er ist der schwerste Mecha in der Godzilla-Serie. Er wiegt 160.000 Tonnen, somit ist er um 10.000 Tonnen schwerer als Mechagodzilla. Das Mogera-Kostüm war 2 Meter hoch. Wie der Anzug von 1957 war auch dieses in eine untere und obere Hälfte geteilt. Diese konnten dadurch individuell getragen werden. Eine 70 cm große Miniatur wurde gebaut und man sieht sie in der Szene, in der sich Mogera in den Land Mogera und Star Falken teilt. Interessant ist, dass höchstwahrscheinlich Weltraumbestien Kanon der Heisei-Ära ist. In dem Buch Godzilla vs. Space Godzilla Super Complete Works wird beschrieben, dass der 94er Mogera auf der Basis des ersten von 1957 gebaut wurde. Die UN hat 1957 sich irgendwie die Baupläne der Mysterianer beschafft und auf deren Grundlage den Mogera gebaut, den man in Space Godzilla sieht. Noch ein Verweis zur Heisei-Ära.
Bei den ersten Entwürfen zu Godzilla gegen Destroyer von 1995 sollte aus den Überresten von Mogera ein neues Mecha gebaut werden. Dieser sollte dann gegen Burning Godzilla kämpfen. Der Name des Mechas war G-End. Man entschied sich allerdings dann für die Super X3, welche auch im Film zu sehen ist. Mogera wurde ein Fanliebling und ist in vielen Comics, Videospielen und Geschichten wiederzufinden. Mit Weltraumbestien führte Honda den Verlauf des Tokusatsus in eine neue Richtung. Honda meinte kurz vor seinem Tod, dass dieser Film mit einer seiner Lieblingsfilme sei, bei denen er Regie geführt hat. Für Honda war die Botschaft, die er in Weltraumbestien sowie Krieg im Weltenraum und Gore zeigt, ein äußerst privates Anliegen. Die Völker der Erde sollen sich endlich zusammenschließen, um gemeinsam gegen Kriege, Unrecht und Hass vorzugehen. Eine Botschaft, die gerade heute oberste Priorität hat. Hondas Werke bleiben zeitlos, solange es den Menschen und Nationen nicht gelingt, diese Maximen in die Tat umzusetzen. Es war Frankenstein.